Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, dass ihr am Start seid. Und ich hoffe, es geht euch natürlich wie immer gut. Heute befassen wir uns mit einer Frage, die mir im Prinzip jeden Stream ungefähr 500 Mal gestellt wird. Welchen Champion soll ich OTPen oder mainen? Für alle, die wo nicht wissen, was OTP heißt One-Trick Pony. Also eine Person, die wirklich nur einen Champion spielt. Das heißt, 800 Games lang zum Beispiel nur Singed. Warum sollte man das machen und wie kommen die Leute überhaupt darauf, immer ein OTP werden zu wollen? Das ist natürlich eine einfache Frage, denn im Prinzip ist es so, dass jeder Streamer, YouTuber oder Pro-Player, irgendwie LCS oder was weiß ich, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Tipps geben, ja, euch sagen wird, fokussiert euch auf wenige oder sogar gar auf einen Champion. Warum sollte man das machen? Das ist ganz einfach. Nehmen wir mal als Beispiel zwei Menschen, ja. Das heißt, der eine fährt 50 Stunden Trecker und 50 Stunden mit dem LKW, ja. Das heißt, er lernt noch, er ist noch am Lernen. Und der andere fährt einfach 100 Stunden Trecker, ja. Das heißt, der eine Dude fokussiert sich natürlich komplett aufs Treckerfahren, ja. Der weiß genau, wie weit er wohin fahren kann, wie er seine Schippe nach vorne hochmacht, wie er die Erde hochmacht, die hinten seine ganze Geräte an und weiß ich was alles, ne? Das heißt, natürlich ist er mit dem LKW super bad, weil er es nie macht. Aber das, was er wirklich will und kann, das heißt, das Treckerfahren, das ist komplett in seinem Element. Der andere, der kann beides, das ist cool, das heißt, er ist flexibel, aber er ist definitiv, wenn es um Skill geht, nicht so gut in dieser einen Sache. Das heißt, wenn wir das auf LOL beziehen, wir haben diese eine Person, die spielt 100 Games lang Talon. Diese eine Person wird in diesen 100 Games, sagen wir einfach mal, so gut wie gegen jeden Champion einmal oder sogar mehrfach spielen. Das heißt, er weiß genau, okay, ab wann kann ich... Zum Beispiel, er weiß, okay, hey, den Gegner schon Xerath, den kann ich genau ab jetzt 71,3459% HP-Punkte töten. Oder der, weiß ich nicht, hier, gegen den muss ich defensiv spielen, gegen den muss ich aggressiv spielen. Man weiß es einfach, weil man jedes Matchup schon mal gehabt hat. Man hat Erfahrung gesammelt. Wenn wir jetzt eine Person haben, der, nur mal übertrieben gesagt, jeden Champion einmal spielt. Das heißt, er spielt das Blitzcrank, dann der geht nach dem Alphabet und spielt jeden Champion durch. Gibt es bestimmt welche von. Das heißt, er spielt jetzt, keine Ahnung, Xerath Midlane und er spielt gegen Cassiopeia. Er hat keine Ahnung, wie dieses Matchup ist. Könnte ein gutes Matchup sein, könnte ein schlechtes Matchup sein. Weiß man nicht. Wenn wir aber eine Person haben, die das Matchup schon 50 Mal gespielt hat, dann weiß er das natürlich, ja. Und deswegen sollte man sich darauf fokussieren, möglichst einen Champion zu spielen oder gar wenige Champions. Ja, mit dem OTP ist immer vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Es reicht ja, wenn man so pro Rolle 2 bis 3 Champions spielt. Das ist schon okay. Aber es ist zwar cool, wenn man jemanden Flexibles hat, der auf jeder Rolle wirklich, sagen wir, also 5 Rollen, ja, wir haben ja insgesamt 5 Lanes, 5 Champions spielen kann. Das ist cool und so eine Person ist natürlich sehr flexibel, aber am liebsten hätte man natürlich einen, der Top-Lane, der nur, keine Ahnung, Rennington spielt, in der Mitte nur einen davon und Botlane, wo auch immer noch, ebenfalls ein OTP, denn da kann man sich relativ sicher sein, dass sie wissen, was sie tun und nicht inten. Warum inten denn, Leute? Warum stirbt ein Xerath gegen einen Talon? Ganz einfach, weil das meistens Leute sind, die das Matchup nicht oft genug gespielt haben, die es einfach nicht kennen. Wenn ihr jemanden habt, der nur Xerath spielt, dann weiß er, Talon ist gefährlich. Der tötet mich. Meistens hast du dann aber wirklich so Leute, ja, die spielen mal einfach so das Matchup und dann, ups, der Talon macht ja richtig viel Schaden. Das ist ja kacke. Naja, und dadurch kommt das im Prinzip. Wenn man wirklich gegen die richtig guten Leute spielt, dann merkt man, dass das eine richtig knifflige Sache ist, die zu töten teilweise. Und deswegen sollte man sich auf wenige Champions fokussieren. Das war jetzt die Einleitung, muss man natürlich sagen. Ein OTP zu sein ist jetzt schwierig, ja. Das heißt, ich habe gesagt, okay, hey, 2, 3 Champions. Das ist, sollte, also man muss ja auch immer Lust auf den Champion haben. Ein OTP, ja. Die Leute fragen mich, welchen Champion sollte ich OTPen? Also OTP ist ja wirklich nur 600 Games Singed. Und das Problem an dieser Sache ist ganz einfach. Nehmen wir an, Nasus ist aktuell der most broken Champion in diesem ganzen Spiel. Ja, das heißt, er hat eine Winrate von 70%. Egal wer von euch, ob Bronze, Silber, Gold, egal wer diesen Champion spielt, ihr gewinnt 70% von euren Games, was insane ist, definitiv. Und ihr müsst ihn nur noch spammen, ja. Das könnte ich euch jetzt sagen und nehmen wir einfach mal an, das wäre so. Ja, dann würde jetzt hier Peter Paar nennen wir ihn einfach mal, würde anfangen Nasus zu mainen. Ja? Erste Game direkt gewonnen, zweite Game direkt gewonnen, dritte Game direkt gewonnen. Nach dem vierten Game merkt er dann, also Nasus ist ja übel krass langweilig und der macht mir einfach gar keinen Bock. Tobi hat mir zwar gesagt Nasus und ich gewinne auch alle Games, aber wenn mir der Champion keinen Bock macht, dann hat man auch grundsätzlich wenig Lust auf LOL, beziehungsweise entfaltet. Man entfaltet sich nicht so. Ja, es ist falsch, ich weiß. Aber auf jeden Fall, was ich euch damit sagen will, ich kann euch
so viele Champions empfehlen, die gut sind, aber im Endeffekt kommt es wirklich darauf an, ob ihr Lust auf diesen Champion habt. Ich sage auch immer wieder, hey, Talon ist super stark und in meinen Kommentaren lese ich ab und zu, Talon ist mir zu langweilig und das ist auch absolut okay. Aber deswegen hat ein weiser Mann mal gesagt, in Klammern ich, also das denke ich mir jetzt gerade mal aus, ein Spieler sucht sich nicht seinen OTP oder seinen Main-Charakter, seinen Champion, sondern der Champion sucht sich seinen Spieler. Also zumindest trifft das auf mich so ein bisschen zu. Weil, wenn wir es mal so nehmen, damals, wie ist es passiert? Im Prinzip ist es so, dass ich mir, bis auf Morgane, Morgane habe ich mir rausgesucht, aber meistens habe ich mir die Champions, die ich gemaint habe, nie selber rausgesucht. Talon, ich habe damals, ich habe nie, also in Season 3 oder 4, ich habe bisher nie Talon gespielt, den gibt es schon ein bisschen länger. Und mir wurde irgendwann mal ein Chroma-Skin geschenkt, nicht ein Chroma, ein Dragonblade wurde mir geschenkt durch ein Mystery Gift. Und dann habe ich dadurch, durch den Skin, das erste Mal Talon gespielt. Talon ist zu mir gekommen, ich bin nicht zu Talon gekommen, so gesehen. Auch LeBlanc. Ich habe LeBlanc, okay, also man muss sagen, mit LeBlanc bin ich absolut unerfolgreich. Halten wir das einfach mal so fest. Aber dennoch habe ich sehr, sehr viel Spaß an diesem Champion gehabt. Und ich habe immer gesagt, ich möchte nie LeBlanc spielen. LeBlanc wurde reworked, die habe ich mich immer gefragt, spiel sie doch mal. Ich habe gesagt, LeBlanc, scheiße, geht weg von mir. Ich will sie nicht spielen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es passiert ist, bin ich auf LeBlanc dann gekommen und ich habe sie gespammt. Sie hat übel krass Spaß gemacht. Und so ähnlich ist es auch mit Kayn. Ich habe mir ganz selten meine Champions selbst gesucht. Natürlich könnt ihr euch eure Champions selbst suchen. Das möchte ich gar nicht sagen, dass ihr das nicht tun solltet. Aber wenn ihr versucht, krampfhaft Champions zu mainen, die andere euch empfehlen, dann kann es einfach sein, dass ihr da nicht so viel Spaß dran habt oder einfach keine Lust habt und das nicht durchzieht. Ja, viele Leute, vor allem was wichtig ist bei sowas, ihr müsst, vielleicht ist das erste Game scheiße, ja. Das zweite Game ist auch scheiße, das dritte Game ist auch scheiße, vielleicht sind die ersten 10 Games scheiße. Ihr müsst immer ein bisschen in einen Champion rein investieren, bis es dann wirklich irgendwann klappt. Nehmen wir jetzt aber dennoch mal den Fakt an, ihr wollt einen Tipp haben, ja. Tobi, sag mir mal, hey, ich möchte jetzt nicht Champion spielen, aber sag mir mal, ich möchte einen Champion spielen, der, keine Ahnung, offensiv, dies und das und das. Na, dann kommen die Leute, Tobi, sag mir mal einen Midlane-Champ. Sag mir mal einen Toplane-Champ. Sag mir mal einen Champ zum Climpen. Ja, zum Climpen, worauf? Auf dem Berg oder was für Climpen? Also, wenn ihr sowas haben wollt, ne, dann müsst ihr mehr sagen. Hey, Tobi, ich gucke gerne Barsche beim Leichen zu. Ich spiele gerne Memory. Ich lese gerne. Ich bin 23, ich bin weiblich. Ich bin, ich habe lange, blonde Haare und ich spiele Midlane Champions, am liebsten offensiv mit Escape-Möglichkeiten, CC-Möglichkeiten, vielleicht im Early-Game stark, aber auch Late-Game-Potenzial. Sowas müsst ihr sagen. Dann kann ich auch sagen, okay, hey, hier, ich habe hier so eine Auswahl für dich gemacht, ich habe hier so ein gewisses Muster, ja, ich kann hier jetzt was rausrufen, verfügbare Kandidaten. Und nicht so, ja, sag mir mal Champion zum Climpen. Ich weiß nicht mal, welche Lane, Alter. Was für Climpen? Wohin Climpen? Nach unten. Dann spielt LeBlanc. Das klappt bei mir gut. Ich habe aus 10 Games 1 gewonnen. Nice. Oder 2. Ne, ich glaube, es ist das 1. Oder auf 11 Games 1 gewonnen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich das halt einfach mal gesagt haben, weil, wenn ihr Lust auf einen Champion habt, das ist für mich persönlich das Wichtigste. Zum Beispiel, ich habe aktuell Lust auf Sway. Übel krass viel Lust auf Sway. Natürlich ist immer die Frage, wollt ihr Lust auf einen Champion haben oder wollt ihr halt richtig krass climben? Wenn ihr sagt, okay, ist mir egal, wer ein Champion langweilig ist, hauptsächlich climb, dann spielt halt immer die Champions, die gerade OP sind, ja, das heißt die Meta-Champions, wenn ihr da ein bisschen flexibel seid. Aber, wenn ihr wirklich Bock auf einen Champion habt, dann investiert ihr da mehr rein. Nehmen wir an, ihr seid der krasseste Fußballer der Welt, ja? Oder nein, nee, seid ihr nicht. Aber wollt ihr natürlich werden, ihr seid Stürmer. Ihr seid Stürmer und ihr habt richtig Bock auf Stürmen, ja? Dann kommt ihr nämlich irgendwann zu dem Punkt, dass ihr mehr darüber hinaus wissen wollt, ja? Das heißt, ihr guckt euch zum Beispiel zu Hause nach dem Training noch irgendwelche Strategien an. Okay, hey, wie kann ich am besten den Gegner outdribbeln? Wie kann ich hier ein Outplay machen? Wie kann ich da mit dem Ball besser umgehen? Das kommt ihr selber, freiwillig wollt ihr das machen. Nicht so von wegen, ja, hey, nur beim Training eben ein bisschen lernen und dann ist wieder gut, tschüss, gute Nacht, lol oder so, sondern ihr habt selber Bock, besser zu werden, zum Beispiel mit deinem Champion. Ja? Das heißt, dass ihr selber sucht, hey, okay, welche Kombos könnte mit Swain geben? Was könnte ich am besten bauen? Wie könnte ich, welche Rune, vielleicht kann ich hier noch eine kleine Rune ändern, die, wenn ihr diesen Moment habt, diesen Champion, und diesen Champion einfach richtig viel spielt und Lust habt, ne? Auch wenn ihr verliert, dann, ja, das heißt, es ist halt die Frage, was eure Zielsetzung ist, ne? Aber dann ist das auf jeden Fall schon mal was nicht Schlechtes, ne? Ja, das war so meine Meinung dazu. Ich hoffe, das Ganze hat euch, ich weiß nicht, ob es euch geholfen hat, ich hoffe, es hat euch einfach gefallen, ja? Ich wünsche euch dann auch einen wunderschönen Tag, haut rein und seht dazu auf Wiedersehen und tschüss.